Liebe Zuschauer, wir hoffen, Sie hatten ein schönes Wochenende. Mario und ich, wir melden uns heute wieder hier vom Schengeland und starten heute beim Dosenwerfen, Mario. Genau, weil heute haben wir uns nämlich mal gesagt, beziehungsweise Lukas Otte zu mir, und bevor er weint, erfülle ich ihm diesen Wunsch, dass wir ein kleines Battle starten. Mit Dosenwerfen beginnen wir, Lukas. Wie bist du im Werfen? Sehr gut. Dann bitte, komm, jeder drei Bälle und dann gucken wir mal, wer hier am meisten abräumt. Fang mal an. Oh. Bei mir stehen noch zwei, bei dir auch. Unentschieden, ist das nicht toll? Mega toll. Das letzte Mal beim Entenangeln. Was ist unser erster Beitrag? Unser erster Beitrag in der KUFA wird es wieder musikalisch. Diese Woche noch Mittwoch, Donnerstag und Freitag volles Programm beim KUFA Open Air. Die Termine haben wir jetzt mal eingeblendet für Sie zu Hause. Und auf jeden Fall, Ticket kaufen lohnt sich. Und ich werfe mal auf die größte Dose. Mario, was aber sehr, sehr schön ist... Warte mal, ist, du bist so schnell. Hier bin ich. Ich komm doch schon. Ja. Jetzt ist er weg. Also jetzt hat. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Das lenkt mich so ganz. Mein Musikerkollege Daniel Färber hat am Freitag seinen neuen Song rausgebracht. Ja. Sau bist meine Sommertraum. Und nee, du freust dich gerade schon wieder, du heißt der Song, ne? Ja. Also du bist jetzt nicht ein Sommertraum. Verdammt, ich dachte gerade. Aber das hören wir jetzt mal rein. Da hören wir rein. Und ich dotze dich. Alles blüht und alles glänzt. In der Gasse spielen die Pens. Das ist alles, was ich brauch. Komm, ich stimm vom Sofa auf. Du bist mein. Ja, Lukas, was ja hier schön ist im Schengenland, nicht nur die Alten haben hier Spaß. Ich dreh mich ja sogar. Jetzt geht's aber. Sogar die Kleinen kommen hier voll auf ihre Kosten. Ja, auf jeden Fall. Denn auch für die Kleinsten ist hier wirklich was geboten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch sowas an meinem Geschmack. Ja, ich merk's. Ne? Hier ist schön auf Bambi. So schlimm. Genau. Aber Kirmes, Stichwort, da hast du noch was gefunden im Internet, ne? Ja, und zwar wäre jetzt kommendes Wochenende in Moselweiß die Kirmes, die leider auch ausfallen muss aufgrund von Corona, aber die Kirmesgesellschaft jetzt dazu animiert, sich in den lokalen Gaststätten zu treffen und da zusammenzukommen, um da wenigstens so die lokalen Wirte und Gastronomen zu unterstützen. Und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und Moselweiß ist ja eh mit der Kirmes, glaube ich, einer der besten Kirmesen hier in der Region von der Stimmung her. Und auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr coole Idee. Also das heißt, es soll mit Abstand gefeiert werden und ein bisschen Partylaune auch in die Lokale zu kriegen. Kommen wir mal 3, 2, 1. Hui! Hui. Ja, fast schon wieder vorbei, unsere Hashtag-Ausgabe. Hier speziell aus dem Schengenland. Soll ich dir was sagen? Unsere Anfangssequenz mit dem Dosenwerfen fand ich ein Traum. Ich auch, aber das hier sieht noch viel, viel schöner aus, Mario. Ich wette nämlich, dass ich da tausendmal schneller durchkomme als du. Ja, bin ich überzeugt. Wenn ich gewinne, was darf ich mir denn aussuchen? Das dann machst du eine Woche meine Arbeit in der im Sender. Habe ich Urlaub dann eine Woche, oder Verdammt. Was? Geil. Nee, auf jeden Fall, wenn ich schneller da durchkomme als du, habe ich noch eine Aufgabe für dich, die du machen musst. Die ich machen muss? Ja. Was? Brauchst du dich? Da ich sowieso gewinne, ist mir das egal. Dann auch. Check. So, auf, rein geht's. Lukas Otte, ich bin schwer enttäuscht. Wie kannst du denn einfach wie ein Lämmlein über den Zaun hüpfen? Ja, ich bin halt federleicht, das ist überhaupt kein Problem, Mario. Aber ich habe dir gesagt, weil das kann schon passieren. Was passieren kann, ich habe was vorbereitet, Mario. Guck mal, ich habe hier was schon dabei. Lest doch mal vor, was steht denn da? Oh Baby, Baby, das ist ja Englisch. Oh Baby, Baby. Na, 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 na.
Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist ein Liedtext. Kann das sein? Ja. Was soll ich damit? Ich fahr gleich mal eine Runde damit und damit heute mal nicht mein Lied läuft, während ich fahre, darfst du heute für unsere Zuschauer und für mich Britney Spears Hit Me Baby One More Time singen über die Durchsage. Heißt, es hören alle. Ich liebe dich, mein Freund. Aber es ist auch geschickt vom Herrn Otte, dass er mir nicht seinen Liedtext gibt, damit die Zuschauer nicht sehen, dass ich besser singe als er. Okay, also, wir sagen tschö und ich singe euch ein. Komm, ab. Ja, ihr Lieben, ich darf jetzt fahren und der liebe Mario sitzt schon drin. Seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch. Oh, Baby, Baby. Danke für diesen Text, lieber Lukas Otte. Da kann man das Ding da mal abfahren. Die beobachten mich ja alle. Wo bin ich denn jetzt? Oh, Baby, Baby. Den Refrain kann ich gleich besser. Genau, so. Jetzt. Hoffentlich wird es nicht schlecht, Lukas Otte. Hoffentlich wird es nicht schlecht. Da, na, nothing to me. Tell me, baby, 'cause I need you now. I'm the same. My loneliness is killing me. Yeah, I must end it. I still believe, still believe.